Heute verlasse ich Rodolfo. Ich bin mittlerweile schon 10 Tage in Mendoza und es war jeden Tag so ein Wetter. Also es ist hier 18 Grad, sagen wir zwischen 15 und 20 Grad jeden Tag und Sonnenschein. Hat es keinen Tropfen geregnet. Und der Pass ist irgendwie nur 200 Kilometer, 150 Kilometer entfernt. Also wo es rüber nach Chile geht, der liegt aber halt auf 3200 Metern. Und da ist es so zwischen minus 10 und minus 30 Grad immer. Ich habe da jetzt auch die argentinische Regierungswebseite. Die ist super. Die hat so einen aktuellen Status über den Grenzpass. Ist er offen, ist er zu? Wie ist die Temperatur, wie ist der Wind? Weil das kommt noch dazu, dass da immer irgendwie mega der Wind wehen soll. Und auch wenn es so aussieht, ich fahre heute immer noch nicht über den Pass, weil er geschlossen ist. Seit 3 Tagen schneit es da oben heftig und es soll dann noch 2 Tage weiter heftig schneien. Und Rodolfo, also der Besitzer des Apartments, der hat mir jetzt noch ein anderes Apartment organisiert, weil er ausgebucht ist. Deswegen muss ich jetzt umziehen. Und das ist in Gran Mendoza. Das ist nicht mehr in der Innenstadt, sondern am Stadtrand. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Terra Verde, das ist es. Sieht schön aus hier, ländlich. Ich glaube, das könnte das sein. Und es gibt wohl Empanadas, hat mir Rodolfo erzählt. Da kommt er schon. Hola. Sí. Gracias. Ah? Okay, okay. Abajo, irgendwo drunter. Weiß nicht. Ich guck mal. Ist jetzt hier? Acá? Bin ich schon zu weit? Wie drehe ich jetzt hier um? Mache ich da vorne eine Wendung? Oh, ich habe diesen Rucksack heute auf, wo ich meinen Kakao und Milch angebrochen habe, weil es sind so Tetrapacks, aber die schließen nicht richtig. Deswegen habe ich die da reingestellt. Ich wollte es jetzt nicht wegschmeißen, wenn ich jetzt hier nur ein paar Meter umziehe. Aber der klemmt jetzt so. Ich hasse es, mit Rucksack zu fahren. Klemmt jetzt zwischen der Tasche und Dings und der hängt jetzt hier halb so runter. Das ist voll ätzend. Sie. Hallo, hallo. Está bien? Hola. Boah, ich bin begeistert. Ist richtig geil. Und Olive Grove. Hier sind ganz viele Olivenbäume. Ich weiß noch nicht genau, also das sind auch Weinreben hier. Ist natürlich Winter, ne? Und es ist hier wirklich so, wirklich wie so ein Landgut. Ist ein Traum. Also jetzt nach 10 Tagen Stadt, das ist übrigens ein Olivenbaum. Da hängen sogar noch Oliven dran. Im Winter. Es sind alles Olivenbäume hier, sieht man ja. Und ja, es gibt nachher Essen, morgen gibt es Frühstück, Tortilla. Ach, es ist. Ich setze mich jetzt hier einfach in den Garten, in die Sonne. Und Dolce Vita, ne? Zimmer ist auch cool. Heizung, warmes Wasser, Bad, Doppelbett, alles vorhanden. Und da wohne ich, wo die. Oh, hier ist ein Huhn. Hello. Da wo die Tür ist, offen steht, da wohne ich. Und ist alles super sicher. Die Lucy ist jetzt zwar nicht drinnen mehr, aber hat eine überdachte Laube und ich kann einfach da alles drauf lassen, ist wurscht. Ja, wunderschön. Gucken wir mal hier zu den Vögeln. Hier sind noch Gänse. Hallo. Oh, und so ein, ist das ein Truthahn?
Ein belgischer Schäferhund. Hola. Was ist los? Und ein Ziegenbock und Babyziegen. So, das ist Sergio. Hola. Hola. Danke. Der Gastgeber. Und wir laufen jetzt hier zur Halle. Da ist das quasi das Haus. Und diese Halle hier, das ist Knoblauch. Und man riecht's auch. Hier wird irgendwie Knoblauch gelagert. Für ganz Südamerika, glaube ich, habe ich ja so halb verstanden. Und auch er macht jetzt keine Oliven da, sondern das war früher, wurde da Oliven angebaut und Öl gemacht und so weiter. Er hat einfach das Haus. Ja, das ist alles Knoblauch und hier ja, riecht's. Aha. Wow. Ja. Knoblauch. Und die hier draußen stehen, alle, die sind nicht zum Essen, sondern die werden zum Pflanzen benutzt. Wir haben jetzt hier noch versucht, hier rumzugehen, weil in diesem Haus stehen irgendwie ein gigantischer Tank für Olivenöl. Und ja, das ist alles antik. 1000 Leute haben hier mal gearbeitet. Und jetzt wird hier nur noch Knoblauch gemacht. Immerhin 300 Leute. Und er hat gesagt, jetzt ist quasi gar kein Knoblauch da. Er hat gesagt, im Sommer ist hier alles voll mit Knoblauch. Das ganze Gelände voll. Limpiajo. Ah, das ist eine Schälmaschine. Ah, oh, okay, okay. Es ist egal. Ah, esse. Okay. Okay, das dreht sich dann und dann wird es irgendwie geschält. Ja. Es ist alles Schal. Aber. Nee. Ein ganzes Säcke voll mit Knoblauchschale. Wow. So witzig, dass das einfach hinten bei dem auf dem Grundstück quasi ist und man einfach hier rumlaufen kann. Oh, mehr Knoblauch. Sieh, das sprießt da schon raus. Jetzt habe ich auch verstanden, warum hier keiner arbeitet. Es ist Sonntag. Es ist Domingo. Jo, Und der hat ja auch eine Bar, Wein. Das weiß ich auch, warum hier das Land der Sonne und des Weines genannt wird. Weil ich habe ja gesagt, hier hat 12 Tage die Sonne geschienen und Wein habe ich ja schon erzählt. Aha. Boleadora. Boleadora. Okay. Okay. Indios, Argentino. Ah. Aves. Ah. Avestruz. Guanacos. Guanaco. Aha. Das ist, damit haben sie gejagt mit diesen Klötzen. Haben sie geschleudert. Exacto. Und dann zum Beispiel Guanacos gejagt. Aha. Aha. Die Indios. Und das ist eine Panflöte. Norteño. Del Norte de Argentina. Aha, im okay. Norden Argentiniens. Es. Centro Argentina. Aha, und das ist im Zentrum von Argentinien, benutzt man die Flöte. Mhm. Es ist eine Woche später und ich bin immer noch in Mendoza. Es ist ein heftiger Schneesturm gewesen, als ich fahren wollte. Das war sogar in der Tagesschau in Deutschland. Da war irgendwie, in Deutschland haben sie gesagt, 400 Leute mussten evakuiert werden. Hier war von
60 die Rede. Also irgendwas zwischen 60 und 400. Und auf dem Pass oben, da lag halt so viel Schnee, dass da die Leute schier erfroren sind. Und es schneit seitdem ununterbrochen, also da oben. Und der Pass ist geschlossen. Und das geht jetzt noch weiter ein paar Tage. Die anderen Möglichkeiten sind halt irgendwie 2000 Kilometer in den Norden zu fahren oder 2000 Kilometer in den Süden zu fahren, um über eine nicht schneebedeckte Grenze zu fahren. Aber im Moment ist halt der Höhepunkt vom Winter schwierig. Es nervt ein bisschen. Aber die sagen auch, es ist ungewöhnlich, dass da so viel krasser Schnee ist. Normalerweise ist der Pass schon frei. Also kann man da fahren, wenigstens ab und zu. Deswegen bin ich immer noch hier und wohne jetzt immer noch auf dem Land. Ab morgen ist das Zimmer wohl reserviert, aber ich verstehe mich mit denen recht gut. Die haben mir jetzt irgendein anderes Zimmer besorgt, obwohl sie normalerweise kein Zimmer haben. Aber ja, schlafe ich da irgendwo anders in dem Haus. Es ist recht frisch, aber ich habe eine Heizung. Ja, bin dann gestern schon aus Verzweiflung rumgefahren und habe nach Reifen hier gesucht. Und es ist halt, ja, einen brasilianischen Vorderreifen habe ich gefunden. Für 70 Euro, das ist okay, wäre okay gewesen. Also das könnte ich machen. Hinterreifen ist wie immer schwieriger. Da habe ich ein Metzeler Karoo für 200 Euro gefunden. Und ein Michelin Sirac, der ist ein bisschen mehr straßenlastig. Der wäre, glaube ich, 140 oder so gewesen. Also das wäre eigentlich ein ganz guter Preis. Aber ich bin immer noch guter Dinger, dass ich dann nächste Woche spätestens rüberkomme und dann in Santiago alles machen kann. Sergio und Cynthia, so heißen die Gastgeber hier, die geben sich echt immer mega Mühe. Und heute gibt's Choripan. Das habe ich schon einmal in Ushuaia gegessen. Und das ist quasi Bratwurst im Brötchen. Cynthia, hat mir erzählt, dass man das beim Fußball hauptsächlich isst. Und ja, das ist halt cool, das wird halt auf diesem Grillwagen. Hat eine alte Kutsche oder sowas genommen, abgesägt. Hängt noch ein Nummernschild dran. Und jetzt mit Holz warm gemacht und da liegt schon das Zeug drauf, wie man sieht. Und hier, es gibt Salat dazu. Und so eine Art Baguette. Weil die Öffnung des Passes noch auf sich warten lässt, fährt Sergio mit mir zu einer Bodega, wo ich eine kleine Privatführung bekomme und mir gezeigt wird, wie der berühmte Wein in Mendoza hergestellt wird. Und die Flasche, die gerade etikettiert wurde, die haben wir uns jetzt gekauft und die werden wir uns heute Abend genehmigen. Was habe ich noch gelernt eben in der Führung von dem netten Herrn? Das war natürlich alles auf Spanisch, aber so 60% habe ich verstanden. Und ich habe gelernt, dass eben hier ist der meiste oder der berühmteste, die berühmteste Rebsorte ist hier Malbec. Und das haben eben die Spanier aus Europa mitgebracht. Früher gab es keinen Wein in Südamerika. Und dann ist er hier kultiviert worden. Und Malbec ist eben eine Sorte, die in Europa nicht funktioniert, weil es eben anderes Klima ist. Aber hier ist es eben so perfekt, dass es eben der beste Wein der Welt ist, sagen sie hier. Und das gleiche gilt für Chile und Cabernet, ist auch eine Rebsorte. Und da haben die Franzosen das wohl gebracht.
Und es ist das Gleiche. In Frankreich funktioniert das nicht, aber hier eben super. Und was ist noch interessant, vor allem für mich, der nicht so viel Säure im Wein mag. In Europa sind die Weine viel saurer als die hier. Durch eben andere Erde. Und eben die spezielle Lage an den höchsten Bergen Südamerikas macht eben den Wein hier ganz besonders. Chilenischen und argentinischen Wein kennt man ja auch bei uns. Weltklasse Weine. Und es ist tatsächlich so, dass es nur hier im Süden Südamerikas diese Spitzenweine gibt. Es gibt in Peru noch und im Süden Brasiliens, aber oberhalb ist es dann einfach zu warm. Tropisches Klima mag der Wein nicht. Und die Preisklasse hier des Weines für so einen Spitzenwein direkt aus dem Weingut oder aus der Produktion kostet 2 Euro die Flasche. Das ist halt überragend. Salut. Hallo, bitte schön. So, 3 Wochen bin ich jetzt hier in Mendoza, 200 Kilometer in die Richtung sind die Anden. Da hat es jetzt, nachdem es irgendwie 10 Tage lang geschneit hat, heftig, also es liegt irgendwie 4-mal so viel Schnee wie im letzten Jahr. Ungewöhnlicher Schneeeinbruch, habe ich ja schon erzählt. Seit 2 Tagen hat es aufgehört zu schneien und es soll die ganze Woche nicht mehr schneien. Allerdings ist der Pass nach Chile immer noch gesperrt. Mittlerweile warten wohl 4000 Autos auf die Überfahrt von Argentinien nach Chile. Ich weiß nicht, wie viele in Chile warten. Und das Problem ist wohl, dass, also sie räumen jetzt die Straße oder den Pass. Und der hat halt auch richtig krasse Serpentinen. Ich habe mir das auf Google angeguckt und so. Es ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und heute Morgen war es hier auch so kalt, dass hier unten Eis auf der Straße war. Da oben sind es minus 20 Grad. Ich habe so eine Webseite, wo man das immer angucken kann. Deswegen, das ist nicht so einfach, das da zu räumen. Nehme ich an. Das liegt ja auch auf 3200 Metern. Und es sind wohl auf dem Weg, da liegt halt richtig viel Schnee. Und diese gestrandeten Trucks, die wohl eingeschneit sind und so, die muss man halt irgendwie wegräumen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass es schwierig ist, die wegzuräumen. Allerdings, ich verfolge auch den Twitter-Account des Passes. Ich verlinke das alles in meinem Blogartikel. Könnt ihr dann da reinschauen, wenn ihr wollt. Das ist natürlich alles auf Spanisch. Da werden die Leute langsam ungehalten, sage ich mal. Also die normalen Leute, die rüber wollen, die sagen halt so, bitte macht auf und so weiter. Wir müssen rüber und aus irgendwelchen Gründen. Aber es gibt jetzt auch wirtschaftlichen Druck, denn seit 2 Wochen gibt es keinen Warenverkehr zwischen den Ländern. Ich weiß, gestern habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen, dass irgendwelche Milchtransporter da Stress machen. Erstens kommt keine Milch an und zweitens verderben die Sachen ja auch langsam, auch wenn es da kalt ist und so. Aber ja, das ist halt echt hart und man muss sich das mal vorstellen, die Trucker und so, die seit 2 Wochen da irgendwo auf dem Pass sind, bei minus 20 Grad. Das ist halt echt hart, ne? Ja, und jetzt gehöre ich hier quasi schon zur Familie. Ich helfe immer in der Küche kochen. Vorgestern habe ich Gnocchis gemacht und jetzt gestern habe ich Carbonara gemacht. Aber das ist nicht und die Carbonara, die wir kennen, italienische Pasta mit Käsesoße, sondern es ist so wie so eine Gemüsesuppe. Habe ich ein bisschen Gemüse geschnippelt, war sehr lecker. Und hier ist es jetzt auch zum ersten Mal so, dass ich gemerkt habe, dass diese normale Küche zu Hause doch mehr Gemüse hat, als das man im Restaurant immer hat. Was mir noch aufgefallen ist, ist halt, wie arm einfach Argentinien ist. Also am Anfang habe ich 190 bekommen, Peso für einen Dollar.
jetzt bekomme ich 280 und das ist gerade mal, ich glaube, 8 Wochen her oder so. Also muss man sich mal reinziehen, was das für eine Inflation ist. Vor 6 Jahren war es noch 16. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Leute hier das machen, aber es ist eben so auch, dass hier LED-Glühbirnen, die werden nicht weggeschmissen, wenn die kaputt sind. Der macht die auf und dann lötet er das, das kaputte LED und dann klebt er das wieder zusammen und schraubt die Birne wieder rein. Mir wurde krass vor Augen geführt, was wir für ein krasses Leben in Europa führen, mit alles wegschmeißen und eine Waschmaschine, da kommt einer und sagt, ah ja, da können wir nichts machen, da wird es einfach weggeschmissen und so. Das wird hier halt niemals passieren. Ja, hier werden eben die Glühbirnen aufgemacht. Ja, ihr wisst ja, ich bin kein großer Techniker, aber ich habe jetzt mal gesehen, dass man diese ganzen Sachen auch einfach reparieren kann für kleines Geld. Und klar, das ist dann nicht wunderschön und perfekt und ja, aber es funktioniert. Was ich mir allerdings wünsche, ist mehr Heizung. Hier ist es halt wirklich, die Gasflasche wird zum Kochen benutzt, dann wird die abgeschraubt und dann wird so ein Heizding aufgeschraubt und dann beheizt die halt einen riesigen Raum. Das reicht halt hinten und vorne nicht, sondern wenn du davor stehst, ist es warm, ansonsten ist es eiskalt. Ich werde natürlich immer bevorzugt und kriege immer die besten Heizungen und so. In dem Zimmer, was ich vorher hatte, das jetzt an die Familie vermietet ist, ist es auch gut. Aber hier ist es halt schon kalt. Ich habe jetzt seit 3 Nächten schlafe ich mit meinem Schlafsack auf, weil das einfach sonst nicht warm genug ist für mich. Ich friere auch leicht. Ja, soweit der Zwischenstand. Ich hoffe, dass morgen der Pass aufgemacht wird. Ich weiß dann halt auch nicht genau, ob ich direkt rüberfahren soll bei 4000 Trucks. Das ist wohl nicht so eine Käsegrenze, sondern es ist die größte Grenze zwischen Chile und Argentinien. Nachdem die eben dieses Evakuierungsdrama hatten, jetzt gehen sie wahrscheinlich auf Nummer sicher und machen den Pass erst auf, wenn es sicher ist. Was mir mit dem Motorrad natürlich entgegenkommt, aber es reicht jetzt ja auch hier langsam mal. Ich bin jetzt 3 Wochen hier. Die Reifen, die ich da mir zurücklegen hatte in Chile, die sind, oder in Santiago, die sind wahrscheinlich längst weg. Dann geht die Suche wieder von vorne los. Naja, so ist es. Hier in der Sonne sitzen ist jetzt nicht so schlimm. Und wie gesagt, es ist so billig. Als ich hier angekommen bin, war 3000, waren es 15 Euro. Jetzt sind es halt 10 pro Nacht. Einfach nur, weil der Kurs so fällt. Oder der Peso so fällt. Ja, für mich gut und alles immer super, super, super für Touristen. Für die Leute natürlich katastrophal. Ja, ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt.